Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Huch, da rutsche ich mal dahin. Was haben wir denn hier, ein Ingenieurpass? Ja, wir sind hier notgestrandet in dieser, ja, Zwischenstation, würde ich es gerne mal sagen. Und wir müssen, ich habe es nicht vergessen, den Abroller bauen. Wir haben aber leider hier keine Werkbank. Wir können zwar hier übernächtigen und so alles, aber wir brauchen ein... Ja, eine Werkbank. Das heißt, wir gehen erstmal zurück, weil wir ja beim letzten Mal hier unten drunter, da sind wir hingegangen. Dort müssen wir die Luftschleuse nämlich scannen und reparieren. Und das machen wir mit dem Abroller. Da unten waren wir auch noch nicht gewesen. Habe ich noch eine... Oh ja, ich habe noch jede Menge Sauerstoffkerzen dabei. Große Sauerstoffkerzen wohlgemerkt. Und wir müssen noch immer noch dieses, na, wie heißt es denn so schön? Dieses, diesen Taco da müssen wir irgendwie finden oder kriegen oder keine Ahnung. Ich hoffe, wir finden den mal bald. Ja, damit wir mal diesen besseren Düsenjet irgendwie bekommen. Und was war da noch gewesen? Da war noch irgendwas. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das hier? Das sind irgendwelche Trümmer. Unfortunately, the skillful engineer turned out to be a less skillful driver. Was zur Hölle? Was? Okay. A miracle of engineering. This vacuum cleaner flew fast, but not for too long. Aus dem Stein ausziehen! Blaupause halten, 1 vor 3, Raketenstaubsauger. Was? Füllen? Setzen? Setzen. Nein, wie geil! Oh, wie cool! Oh, mega! Treibstoff, wie kann ich den auffüllen? Something was being assembled here. Kann ich auch Sachen aufnehmen? Ah, ich kann während der Fahrt Sachen aufnehmen. Das ist ja geil. Hui! Unser erstes Fahrzeug! Oh, damit sind wir viel flotter unterwegs. Wir müssen das irgendwie reparieren auch. Ich düse jetzt erstmal zurück. Oh, wir können sogar mit dem Schub schneller... Oh, das ist ja mega! Hui! Geil, unser erstes fahrbaren Untersatz. Das ist ja klasse. Mega gut. So, ich würde einmal hier Sauerstoff tanken. In der Station. Kann ich da einfach reinfliegen? Ja, ne? Hui! Ich tanke einmal Sauerstoff. Und dann düsen wir direkt zurück. Ich weiß nicht, mit was für einen Treibstoff den wir befüllen müssen. Müssen wir mal gucken. Das ist ja geil. So. Oh. Wir dürfen also nirgendwo anecken, dann nimmt er nämlich sonst Schaden. Aber damit sind wir schon viel schneller unterwegs. Geil. Ja, meine Frau fährt 210. Schwupps, die Polizei hat's nicht gesehen. Ich geb Gas. Hui. Ich geb OA. Ich geb Gas. Ich geb Gas. Wie gut einfach. Hui. Mega. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell einen Untersatz bekommen. Geil. Und schon fertig. Wir müssen den nur irgendwie repariert bekommen. Kann ich den? Also geht da nicht. Wir brauchen einen Schaber dafür, ne? Und wir können ohne unsere Hände natürlich keinen Schaber benutzen. Das ist ja klasse. Oh, das wird richtig gut. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Dadurch, dass wir den jetzt gefunden haben. Hier war auch noch eine Station, ne? Genau, aber da unten ist unsere Hauptstation. Wo ich jetzt mal reindüse mit dem Teil. Ich kann sogar bis ins Wohnzimmer fahren damit. Fahrzeug verboten. Warum? Ich habe gesagt, ich kann damit... Ich habe gesagt, ich kann damit... Warte mal, kann ich den reparieren? Mit der... ...71? 100. Okay, wir haben den schon mal repariert. Das ist schon mal... Wie geil das aussieht. Füllen. Wie fülle ich das? Mit was? Mit was für ein Treibstoff? Treibstoff benötigt. Dann lass mal gucken. Das ist ja geil. So, mega. Ich freue mich. Das erste Fahrzeug. Es ist ja kaum zu glauben. Harz. Generator. Wie kriegen wir Treibstoff her? Haben wir Treibstoff? Können wir... Okay, wir können Werkzeuge... Abroller. Genau, den müssen wir ja gleich bauen. Strom 99. Nice. Gegenstände. Kraftstoff. Da brauchen wir Metall und Harz. Oh, wie geil. Zweimal Metall und zweimal Harz. Haben wir. Lass mal bauen. Da können wir wenigstens auffüllen. Einmal zumindest. Zweimal Metall, zweimal Harz. Harz hatten wir, glaube ich, auch hier gefunden, ne? Mussten wir, glaube ich, mit dem... War das mit dem Greifer? Ich glaube, mit dem Greifer. Veredeltes Metall brauchen wir dafür.
Haben wir noch irgendwo ein befädeltes Metall rumfliegen? Ja, natürlich. Haben wir doch. Wir haben sogar hier auch normales Metall. Geil, das wird immer besser, das Spiel, finde ich. So, dann baue ich mir mal eben schnell einen Greifer. Ich will mal eben ein paar Sachen ablegen, wie zum Beispiel den, ja, obwohl Scanner. Also die Scanner, die wir jetzt gerade vielleicht mal nicht brauchen. Hier haben wir die Sachen drin zum Craften. Die ich ja immer noch suche. Können wir die, den ganzen und den, dann haben wir noch zwei hier drin. So. Den würde ich mir mal eben auf die zwei packen. Und dann lass mal schauen. Jetzt wird es richtig interessant, das Spiel. Also jetzt wird es richtig cool. Wir brauchen Harz. Harz aber herzlich, kennst du? Und Metall, ne? Dann lass mal ein bisschen Harz suchen. Einmal Treibstoff haben wir ja, ne? Wie viel füllen wir denn damit auf? Steht das auch hier? Kraftstoff. Man kann aus allem Kraftstoff machen. Vor allem, wenn man der Universität für Chemieindustrie studiert hat und 8 Jahre lang als Chemiker gearbeitet hat. Leider habe ich keinen Abschluss an solchen Universitäten gemacht. Aber ich beherrsche die detailliert, die Destillieren von Opa. Okay, wie viel füllen wir denn damit auf? 15 haben wir noch an Treibstoff drin. 45. Okay, Fahrzeug betankt. Gut. Harz waren, glaube ich, gewesen diese Knubbel, ne? Lass mal mitfahren. Wie fahre ich denn damit nochmal? Nee. Huch, nein. Wie setze ich mich damit nochmal drauf? Ich konnte doch damit gerade fahren. Wie habe ich mich denn da drauf gesetzt? Verdammt, ich weiß die Taste nicht mehr. Nein, nicht reparieren. Pack das weg. Ah, setzen. Okay. Man muss also... Hui! Man muss, Gegenstände aus der Hand nehmen. Harz war, glaube ich, hier gewesen. Harz aber herzlich. Das waren diese dicken Knubbel. Da, ich sehe was. Warte. Das war, glaube ich, Harz, wenn ich das richtig... Greifer benötigt, genau. Ja, nice. Deswegen finden wir auch Harz. Sehr schön. Oh, wie cool. Hui! Feier ich ein bisschen, muss ich sagen. Mega gut. Haben wir noch irgendwo Harz vorkommen? Harz, aber herzlich. Das sieht nicht sehr harzig aus. Okay. Aber krass, dass wir nicht ins Wohnzimmer fahren können. Ich habe gedacht, man kann das. Aber okay. So, 100 Haltbarkeit ist schon mal super. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Treibstoff. Hui. Wir müssen noch diesen Düsenantrieb. Und das Coole ist, wir können jetzt zwischen den Stationen reisen, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, weil wir ja so schnell unterwegs sind. Klar, Sauerstoff natürlich sollten wir vielleicht im Auge behalten, weil ich das gerade unten links sehe. Das mache ich mal eben schnell. Hallo? Hallo, ich hätte gern Sauerstoff. Hallo, gib mir Sauerstoff. Aber ich glaube, wenn wir den schnelleren Düsenjet haben, dann wird das schon so ein bisschen zur Nebensache. Ich meine, ganz ohne werden wir wahrscheinlich nicht mit auskommen, aber okay. Was wollte ich gesagt haben? Ach so, apropos der neuen Qualität. Ich habe gesehen, die Qualität des Ganzen ist wirklich super, der Videos. Denn durch das Rendern oder beziehungsweise durch das Aufnehmen über den NVENC-Encoder, über die Grafikkarte, wie gesagt, ist das eine wesentlich geile Grafik. Es ist natürlich auch größer, die Videodateien, klar, sicher, logisch, aber das ist mir wert, eine Top-Qualität abzuliefern, vor allem auch. Haben wir hier noch irgendwo Harz? Sieht nicht so aus. So, wir müssen ja noch einen Abroller bauen, ne? Aber wir brauchen ja auch ein bisschen Metall. Warte mal, deswegen würde ich hier nochmal das Metall mitnehmen einmal. Zweimal nur Metall. Unverschämtheit. So, sonst irgendwas? Cool, dass es... Oh, wir haben so viele Anzeigen hier. Ist halt unfassbar. So, da nehme ich noch... Oh, warte mal. Hallo, stopp. Metall. Metall. Ich nehme hier auch mal mit. Und wir sollten noch mal ein bisschen essen und trinken machen gleich. Vorsichtshalber. Würde gerne noch mal hier... Hier war doch irgendwas gewesen, ne? Hier ein bisschen Nahrung. Dieses Gelee. Hier ist auch nochmal Gelee. Inventar voll. Was? Wie kann das voll sein? Tatsächlich. Okay, pass auf. Wo ist unser Düsenfahrzeug? Da. Ich tanke nochmal eben Sauerstoff auf.
Jetzt wird es richtig interessanter Spiel. Also jetzt haben wir richtig Fortschritt. Und der ist hier fast leer, der Ballon. Aber nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal zurückdüsen. Und wenn ich was aufnehmen kann, nehme ich das mit. Achso, stimmt, Inventar war ja voll. Hui. Boah, wie schnell das geht. Unfassbar. Feier ich ein bisschen. Das ist ja mega. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt so schnell ein Fahrzeug finden. Aber okay, cool. Wie einfach, wie viel Mehrwert das einfach bringt. Also wie viel... mir fehlen einfach die Worte, wie viel geiler das jetzt schon ist, weil du halt einfach viel schneller dich fortbewegen kannst. Das ist halt unglaublich. So, dann lass mal hier parken. Am besten hier so. So, zack. Bleibt das Fahrzeug eigentlich da stehen? Das bleibt da stehen, wo es soll. Okay, das ist super. Oh yeah, yeah, yeah. So, was wollten wir? Wir wollten Treibstoff bauen. Aber erstmal unser Inventar leeren, ne? Und hier ist auch schon fast alles voll. Nein. So, dann lass mal gucken. Ich würde sagen, wir müssen so langsam mal anfangen, hier auf der anderen Seite auch voll zu machen. Beziehungsweise so die Sachen, die wir vielleicht gerade mal aktuell nicht brauchen. Übertragen. Was haben wir denn hier? Okay. Wie sich herausstellte, tauschen Brief, Edge, Särge, Informationen, die auf solchen Bändern aufgezeichnet sind. Einige der Informationen sind verschlüsselt, aber mit etwas Glück und mit Hilfe einer Sprechanlage ist es möglich, die Koordinaten von potenziellen nützlichen Trümmern zu brechen. Oh, cool. Einfach mal 3 Stück nur im Inventar. Mal eben was essen, was trinken. So. Ich lager mal eben nochmal schnell hier die Sachen ein. Wir müssen so langsam mal auch ein bisschen sortieren dann, glaube ich. So, dann lass mal gucken. Also. Was haben wir hier noch? Ressourcen zusammengesetzt. Was haben wir denn hier neu? Baukasten. Ein Hammer, ein Meißel, einige Nägel und 2 Rollen Isolierband zum Aufbauen und zur Zerstörung der Station. Nun, oder du kannst die Station gemäß des Handbuches bauen. Allerdings gehen solche Werkzeuge kaputt, bevor man das Handbuch vollständig gelesen hat. Titan brauchen wir, dann können wir bauen. Induktor, okay. Auf einem einfachen Induktor kann man nicht verzichten, wenn eine groß ausgemachte elektrische Schaltung geht. Nun, man kann bis zur ersten Spannungsspitze darauf verzichten, dass man mit nichts filtern oder glätten kann. Ach du Heiliger. Aber wir müssen ja als erstes müssen wir den hier bauen, den Abroller wollte ich, ne? Für edles Metall, dickes Isolierband, Induktor, den brauchen wir ja sogar tatsächlich. Haben wir den nicht sogar? Nee. 2x Kabel und 1x Plastik, das haben wir sogar. Oder haben wir, doch Kabel haben wir, ne? 1x Kabel, 2x Plastik. Haben wir noch Kabel drin? Ja, haben wir. Was war das noch? Lass mal nochmal gucken. Ich habe das schon wieder vergessen. Nee, wir brauchen... Ah, können wir bauen. Nice. Bauen wir den mal. So. Und... eine Batterie. Veredeltes Metall 2x und dickes Isolierband. Brauchen wir 2x Isolierband? Okay, wir können veredeltes Metall sowieso herstellen. Machen wir das mal eben. Brauchen ja, glaube ich, 2x. Und 2x dickes Isolierband. Okay. Zack, so. Und jetzt können wir... Nee, noch nicht. Ach, eine Batterie. Entschuldigung. Haben wir gleich. Moment. Da ist eine Batterie. Und dann machen wir gleich Treibstoff, damit wir einmal voll haben die Schüssel. So, den Abroller. So, muss ich den ausrüsten? Ja, den muss ich ausrüsten. Ach du Heiliger. Das sieht aus wie so ein Tesaroller. So ein großer Überdimensionaler für Kartons. Ganz toll. Treibstoff, ne? Ganz wichtig. Nee, Ausrüstung, Gegenstände. Kraftstoff, genau. 2x Metall, 2x Harz. Mach ich am besten mal. Wie viel kriegen wir davon? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet gehabt, ne?
Ich lass mal zwei Stück. Und dann würde ich mal den Rest einfach mal hier einlagern. Den Rest, was wir hier nicht brauchen. Aktuell. Generator brauchen wir auch gerade nicht. Den Rest würde ich mitnehmen. So, pass auf. Dann lass mal die Schüssel mal eben auffüllen. Mal gucken, was wir jetzt hier rauskriegen. 7,73. 100. Voll betankt. Juhu, voll betankt und 100. Geil, Alter. Geil, 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 geil. Ja, schön. Mega. Finde ich gut. So, meine Frage ist jetzt, sollen wir... Oh, warte mal. Hallo, was sehen denn meine Augen da? Da nehme ich doch Harz mit. Harz, aber herzlich. So. Wir haben natürlich in der anderen Station auch noch ganz viele Sachen. Lohnt sich das jetzt schon zurückzureisen? Ich würde diesen Baukasten gerne bauen. Ich würde aber auch gleichzeitig da unten hin, wo wir hin müssen. Das war da. Das sind ja die Aufgaben. Die Strahlung senken, 0 von 6 und repariere die Luftschleuse. Lass uns das mal erstmal machen. Ich guck mal eben, was der Baukasten kostet. Was wir dafür alles brauchen. Und die Frage ist ja, wo können wir da bauen? Ist natürlich auch die Sache. Das war bei... Lass mal gucken. Das war bei... Nee, Ressourcen, ne? Baukasten. Aluminium, Gummi und Titan. Haben wir das nicht sogar? Gummi... Aluminium. Titan haben wir nicht, oder? Doch, haben wir. Können wir sogar bauen. Aluminium, Titan, Gummi. Was können wir damit tun? Ich bin sehr gespannt. Wie nutzt man den denn? Ein Hammer, ein Meißel, einige Nägel und zwei Rollen Isolierband zum Aufbau und Zerstörung der Station. Nun, oder du kannst die Station gemäß des Handbuches bauen. Allerdings gehen solche Werkzeuge kaputt, noch bevor das Handbuch vollständig gelesen hat. Ich kann es nicht ausrüsten. Ich weiß also... Huch. Ich weiß also nicht, wie man es nutzt. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir noch... Vielleicht... Brauchen wir noch irgendwann was anderes dafür? Auf jeden Fall haben wir den schon mal. Würde ich einmal hier platzieren, wieder. Dann haben wir den hier schon mal drin. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Ich sichere mal eben das Harz. Und dann würde ich sagen, den müssen wir noch einmal finden. Das wäre ein Traum. Wenn wir den noch irgendwo herbekommen. Ich würde sagen, jetzt reparieren wir erstmal die Luftschleuse. Und dann düsen wir mal darüber. Hui! Boah, richtig viel Leute in der Folge. Mein Gott, Alter. Richtig viel Action hier. Was wir alles erleben in der Folge, das ist ja unglaublich. Ich weiß, die ersten paar Folgen waren ein bisschen zäh gewesen, aber okay, komm. Na? Aber jetzt so richtig hier Fortschritt. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass das hier überdimensionale Isolierbänder sind, aber okay. Also, wir haben rausgefunden, wenn wir anecken, nehmen wir Schaden mit dem Dingen. Das heißt, wir müssen also aufpassen. Aber ich finde es cool, dass wir unterwegs sind. Achso, ich wollte noch mal ein bisschen Eis sammeln und so ein Kram, ne? Hier so Getränke und so ein Kram. Also hier für Getränke bauen. Einmal ein bisschen Sauerstoff tanken. Wenigstens ein bisschen. Sowieso gleich leer, das Teil hier. Da müssen wir mal auffüllen. So... Haben wir noch ein paar Eiskugeln oder so? Ja, nice. Können wir ein bisschen Getränke wieder machen und essen. So, dann düse ich mal. Hier gibt es auch nochmal Sauerstoff kostenlos. Würde ich gleich nochmal mal reinfahren. Ah, wie schön. So, lass mal drehen. Wir hier nirgendwo anecken. So. Und dann düsen wir mal nach da unten zu der Luftschleuse. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wo oder wie. Guck mal, da unten geht's auch noch rein. Ach du Heiliger. Wo oder wie wir bauen können. Den Baukasten haben wir ja jetzt dafür anscheinend. Pass auf, ich lasse das Fahrzeug mal hier stehen. Den Rest machen wir so.
Den Rest machen wir einfach so. So, ich will auf Nummer sicher gehen, nicht, dass der kaputt ist. So, kann ich... Was zur Hölle ist das denn? Rekonstruieren, Modul auswählen. Oh Gott, was wir dafür alles brauchen. Was zum Teufel? Energie, Sauerstoff, was? Modul nicht ausgewählt. Eine Luftschleuse. Warte mal. Luftschleuse. Aluminium und zweimal Titan. Braucht 3 Energie, 4-mal Sauerstoff und Bruchwahrscheinlichkeit plus 3%. Also Aluminium und 2-mal Titan. Ach du Heiliger. Jetzt lernen wir das Bauen kennen. Also damit können wir also bauen. Ist ja interessant. Aluminium und 2-mal Titan war das, ne? Gar kein Problem. So, dann düsen wir nochmal. Und dann werden wir diese Luftschleuse mal reparieren. Aluminium und 2-mal Titan. Pass auf, ich fliege da einfach mal so rein. Ist, glaube ich, besser. Aber wie gut, dass wir schon so viel Sauerstoff haben. Das Spiel wollte halt auch so gespielt werden, glaube ich, dass es halt ein bisschen dauert, bis wir hier ankommen. Deswegen ist das, glaube ich, alles gewollt. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch später noch andere Fahrzeuge bekommen. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. 2-mal Titan, 1-mal Aluminium. Ich nehme von beides mal 2-mal mit, damit ich da auf der sicheren Seite. Hier würde ich mal so einen Auffüller hinzimmern. Obwohl, eigentlich brauchen wir den Ballon nicht. Weil wir schaffen das locker... Also können wir den eigentlich... Eigentlich können wir den hier abbauen. Den brauchen wir nicht, weil bis da unten schaffen wir auf jeden Fall. Also bis da. Mit dem Moped hier. Dann würde ich das mal eben verbrauchen, den Sauerstoff hier. So weit wie das geht. Und dann einmal abreißen. So, pass auf. Ich steige mal eben ab. Und mach mal eben... Warte mal, zerlegen. Geht das mit der... Warte mal, geht das mit der 3... Ich wollte doch schon sagen, das geht doch. So. Dann aufsetzen. Das ist gar nicht so einfach im Weltraum, wenn man so rumfliegt. Hui. So. Wie schnell kleiner einfach hier die Zahlen werden, ne? Frage ist, brauchen wir den auch noch hier, oder? Würde ich vielleicht mal lassen. Einfach zur Notreserve die Sauerstoffstation. So, dann düsen wir mal. Hui. So. Okay, einen Moment. Ja, die Spiele brauchen halt nun mal Zeit beim... Die Survival Games. Die sind nicht mal eben gespielt, das ist nun mal so. Okay, pass auf. Was wollen wir machen? Achso, wir wollten zweimal Titan und 2-mal Aluminium. Und 2-mal Aluminium. 2-mal Aluminium, 2-mal Titan. Die beiden Sachen packe ich mal da rein. Und dann können wir schon wieder zurückdüsen. Das würde ich gerne noch in der Folge machen. So. Wie schnell das einfach ist. Dass man halt einfach von A nach B kommt. Ich frage mich, ob wir es schaffen, nach da zu kommen, ohne Sauerstoff zu brauchen. Also jetzt von dem Tank hier. Ich würde es jetzt einfach mal riskieren, aber ich glaube, das dürfte reichen. Ja, doch, das reicht vollkommen. Auf jeden Fall. Wenn uns da nichts in die Quere kommt. Ich frage mich, ob wir hier auch noch mit Gegnern zu tun bekommen. Also ob wir noch irgendwie... Ob irgendwie die Möglichkeit besteht hier, ob man hier noch kämpfen muss später oder so. Oder ob man hier noch Gefahr droht. Also außer jetzt halt Gefahren für Dings. Gefahren für,
jetzt anzugmäßig nur oder ob es irgendwie auch eine Möglichkeit gibt, dass hier, dass man hier noch kämpfen muss oder Gegner kommen? Ah, schön immer Sauerstoff zu haben. So schön. Da oben ist auch irgendwas, da hinten ist auch noch was, wir werden überall noch hinkommen. Überall werden wir noch hindüsen mit unserem kleinen neuen Moppetchen. So. Dann würde ich gleich mal hier absteigen. Zack. So. Und dann die 4. Und dann Modul auswählen. Kleine Luftschleuse, Luftschleuse. Minus 3 Energie, minus 3 Energie, minus 4 Sauerstoff, minus 4 Sauerstoff, aber Brauchwahrscheinlichkeit plus 4%. Dann machen wir erstmal die normale. Erstellen. Und wie erstelle ich die jetzt? Achso. Bestätigen. Drehen. Kleine Luftschleuse benötigt. Achso. Ja gut, dann nehmen wir die kleine. Almost perfect. However, your biometric data doesn't give you frustration with the visual implementation of the system that doesn't match the given developer's promises and screenshots. The Breath Edge Agency is trying to take care of its customers' mental health. Therefore, I have to start stimulating your brain to create visual hallucinations. Was? Was denn jetzt? Your construction will look more attractive now, but there may be some side effects that are not worth paying attention to. Keens Modul, neue Aufgabe. Das Einhorn. Die Folge wird immer besser. Aber wir haben hier keinen Sauerstoff, ne? You need to find the central interface. Doch, hier. If there's anything left undamaged there and you don't try fixing it, then we have a chance. Okay. Brecheranlage. Wir haben hier auf jeden Fall Sauerstoff. Das wird unsere neue Base, glaube ich. Ich glaube, das wird unsere neue Base. Was haben wir hier? Hallo? Hallo? Extrahiert. Eckenschere. Achso. Geht's denn hier hin? Ja, wir können laufen. Und wir haben Erste-Hilfe-Kit. Das wird unsere neue Base. Wir haben die neue Heimat gefunden. Oha. Try to unclog the ventilation. Ja, nice. A detailed plan of the service module. If you find the missing information, you can create such a module yourself. Who knows for what purpose? Jetzt wird's interessant. Mittleres Service-Modul. Neue Blaupause. Nice. Ach du Heiliger, ist das riesig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir auf jeden Fall jede Menge Lagerplatz. Oh, ich freue mich. Das wird so cool. Benutzen? Was ist das denn? Soda-Automat. Was? Before using such water, it's recommended to boil it first and then pour it out. Lira-Soda-Automat. Okay. Oh. Hallo, mein Freund. Wasser. Ich nehme alles mit, was wir kriegen können. Nice. Feier ich ein bisschen, muss ich sagen. Feier ich. Also richtig gut. Boah, das wird noch mega. Vielleicht sollten wir doch mal eine Taschenlampe bauen. Das sieht echt ein bisschen aus wie bei Alien Isolation. Seems like during the crash, they smashed their heads against the console, which now appears to be non-functional. It's a shame that airbags are not provided in spaceships. The observation post was broken before the crash. All the records are missing. Looks like a diversion. Oh, holy shit. Unlike modern radios scattered throughout the area, this one uses outdated technology that even you can reproduce, probably. Oh Gott, oh Gott. Ich frage mich, ob mir hier überall dann, ob das dann Physikbänder. Achso, das haben wir schon mal gelesen. Das ist so. Ob wir dann hier überall halt so auch lagern können, also. Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja cool. Benutzen, Sprechanlage, ja. Leiche. Nur für Mitarbeiter. Ja, wir sind ja Mitarbeiter. Achso, okay, sie benötigen einen Ausweis. The interphone is out of order, which is to be expected from a commonplace indie video game where the main gameplay is based on... Oh, wait, it actually is in order. However, communications are down and the antenna needs to be fixed. Again. Die Antenne muss repariert werden und die ist da draußen. Okay, meine Freunde,
ich würde sagen, für die spektakuläre Folge soll es das für heute gewesen sein. Ich werde es mir erstmal hier ein bisschen gemütlich machen. Das solltet ihr auch tun. Und in der nächsten Folge geht es spannend hier weiter. Und dann werden wir rausfinden, wie wir bauen können, wie wir noch weitere Sachen entdecken können. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich freue mich, wenn ihr dann einschaltet. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.